Ist der Alex noch nicht hier? Wir machen mal kurz einen Toncheck. So, Alex, wir sind bei Folge Nummer 3. Was haben wir heute für eine Folge dabei? Ja, herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 3. Mit der Z-Performance ZP08. In der Konstellation haben wir jetzt hier eine 19 Zoll Variante, 8,5J auf der Vorderachse und eine 9,5 auf der Hinterachse. Hier auf dem Video jetzt gerade neben mir ist die 9,5 mit ET40 hat das Ganze und wird montiert auf einem BMW. Das heißt, wir haben einen 520 Lochkreis. Das Besondere an der Konstellation jetzt hier, wir haben unser Black Red Sherry aus unserem Shop und das Ganze mit einem Frozen-Effekt versiegelt. Der Effekt ist hier nämlich ganz geil gelungen und zwar, man bekommt das wahrscheinlich nicht ganz diesen Effekt auf dem Video hin, weil das bloße Auge sieht das Ganze diesen leichten... Wir können es ja gleich mal auch mal mit rausnehmen und dann gucken wir es mal. Genau, schöne Idee. Wir gehen gleich mal ein bisschen raus in die Sonne, versuchen das mal ein bisschen einzufangen, diesen Effekt, dass wir... Also der Effekt ist halt so, dass wir das Ganze mit dem Frozen-Effekt versiegelt haben, also mit diesem matten Klarlack versiegelt haben und dadurch haben wir diesen rote Schimmereffekt in der Felge hier und... dazu der Kontrast natürlich dann mit dem Narbendeckel hier vorne. Das heißt, der Narbendeckel ist hier in einem Candy Red gepulvert worden und bildet halt einen schönen Widerspiegeleffekt mit dem roten Schimmereffekt aus dem Lack heraus und dann natürlich der zentrale Kontrast dann halt mit diesem extrem knalligen roten Z-Performance-Deckel. Die Felgenplättchen Wheeltex haben wir in der schwarzen Variante genommen, damit das Ganze schön harmoniert mit der Felgenfarbe, dass sie ein bisschen dunkler ist. Und ja, und so ist das Ganze jetzt hier vollbracht worden. Wie sieht das aus mit dem Narbendeckel, wenn ich den in einer speziellen Farbe haben will? Ja, die Möglichkeit hast du bei uns natürlich auch, wenn du sagst zum Beispiel, du möchtest etwas Individuelles haben, dass du dann sagst hier, Jungs, beschichtet mir bitte die Felge in Schwarz, Lila, Grün, Pink und den Deckel hätte ich dann in der kontrastreichen Farbe. Beispielsweise alles zu, ne? Genau, du kannst, im Prinzip jegliche x-beliebige Farbe mischen, was natürlich immer cool aussieht als Kontrast her. Wenn du jetzt zum Beispiel eine schwarze Felge fährst und dann eine Bremsanlage, die gelb-rot ist oder sowas, oder blau wird auch sehr oft genommen, dass du dann den Deckel zum Beispiel passend zur Bremsanlage machst, in einem Rot, Gelb, Blau, dann hat man einen coolen Widerspiegelungseffekt von den Farbüberläufen, dass wenn man hier die Bremse drin hat und dann hier den roten Deckel mit einer roten Bremse, harmoniert das Ganze schon sehr schön. Oder man hat irgendwie kleine rote Akzente am Auto, Stiftzüge, vielleicht die Spiegelkappen oder irgendwas an roten kleinen Akzenten halt, ja. Mhm. Genau, und wie gesagt, dann können die Deckel dann individuell beschichtet werden, wie wir das Ganze für richtig halten oder so, wie der Kunde das halt haben möchte. Gefahren werden diese Felgen auf einem E92? Auf einem E92, also die kommen auf meinen E92, den ich privat fahre. Und also die Felgen sind aktuell für mich geschichtet worden und das ist jetzt so das aktuelle Rad, was wir für Sommer 2020 fahren werden. Ich denke, da können wir auf jeden Fall später mal, wenn sie drauf sind, noch mal ein paar schöne Bilder machen. Ja, auf jeden Fall. Bei Instagram findet. Auf jeden Fall. Wir machen noch mal ein paar Videoaufnahmen, ein paar Fotoaufnahmen machen wir auf jeden Fall von den Felgen. Vor allem ist es auch mal sehr interessant zu sehen, wie so eine Felge dann halt im Alltag funktioniert, beziehungsweise wie sie mal wirklich in Rotation sich befindet, wie sie fährt. Wie so eine Felge, wie sie jetzt hier liegt, ja, das ist ja ein ganz anderer Look, wie wenn die Felge auf dem Auto ist und das Auto dann wirklich mal fährt, ja. Und das ist immer ein schönes Beispiel, da mal zu sehen, wie die Felge dann in Montage auf dem Auto aussieht. Wir haben gerade super Licht, vielleicht gehen wir mal kurz raus und zeigen mal ganz kurz unseren Zuschauern, wie die ganze Felge im Licht ausschaut. Schöne Idee, komm, lass uns das mal auch mal machen. Wir gehen mal kurz raus. Auch nochmal kurz zum Gewicht her. Das ist eine 19 Zoll, eine 9,5er in der Breite und ihr seht, man kann sie ganz easy mit einer Hand auch heben. Also von der Performance her und von der Leichtigkeit her sind die Felgen wirklich auf einem sehr guten Niveau gebaut. Also wer hier jemand ein bisschen sportlicher fahren will und eine leichte Felge haben will, ist hiermit sehr gut aufgestellt. Also da gibt es auf jeden Fall auch Felgen, die um einiges schwerer sind. Guck mal, ich nehme mal so einen Reifen mit. Die Farbnuance fast kaum aufzufassen ist mit der Kamera, sieht unglaublich. Ja, man mit dem Rot, das schimmert schön. Wir versuchen gleich nochmal ein paar Bilder einzufangen. Genau, wir machen nämlich nochmal zwei, drei Nahaufnahmen, mal wirklich von dem Narbendeckel, damit man wirklich mal dieses
satte Rot sieht. Und also ihr seht es ja auch, ich sitze jetzt auch gerade hier mitten in der Sonne. Leider kommt das halt auf der Kamera nicht so sofort rüber. Man hat so einen leichten, ja, einen leichten Rotstich halt mitten in dem Lack drinne. Und mit der Widerspiegelung von dem Narbendeckel sieht das ganz genial aus. Wir machen jetzt gleich nochmal zwei, drei Nahaufnahmen vom Lack her auch auf jeden Fall, dass man wirklich mal sieht, wie das Ganze halt schimmert, solange die Sonne noch schön steht hier. Und ich glaube, man kann sich schon so einen leichten Eindruck davon verschaffen, wie das Ganze hier dann ausschauen soll. Und mit den Nahaufnahmen kriegen wir das vielleicht mal ein bisschen eingefangen. Ne? All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let them. Yeah, I'ma let them, yeah. I hit the nail on the head, yeah, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, 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 I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm, worm in the dirt. I could show you what I'm worth, my hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Ja, ich muss schon sagen, ne, dadurch, dass es jetzt halt meine Felge auch noch ist, ne, bin ich gespannt wie ein kleiner Junge. Ich muss ehrlich sagen, wie das jetzt gleich auf dem Auto aussehen wird. Und nicht gleich, sondern jetzt muss man mal morgen, übermorgen mal gleich mal die Targets montieren. Und ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht hier. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr einen kleinen Eindruck davon jetzt mal bekommen, wie so eine ZP08 auch ausschauen kann. Individuell gestaltet das Ganze. Wenn ihr da Interesse dran habt, einfach direkt mal bei uns auf den Shop reingehen. Und nicht vergessen, Wheel Talk als Rabattcode eintippen und dann erhaltet ihr 50 Euro auf eure nächste Bestellung. Der Rabattcode ist immer aktiv, also für jeder, der das Ganze zuschaut, einfach Wheeltalk mit in die Transaktion reintippen, beim Checkout im Shop bei uns und dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt. Ich glaube, das ist total scheiße, wenn ich in der Sonne stehe und die ganze Zeit so meine Augen zusammenziehe. Ja, das sieht total bescheuert aus, glaube ich. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Backhand if you slick speaking. Yeah.